Die Spritpreise, die sind auf einem Allzeithoch. Wie finden Sie das? Ja, eine Katastrophe. Das Auto ist am gescheitigsten verkaufen, daheim lassen, in der Garage oder sonstiges, keine Ahnung. Also tanken, rauchen sind die teuersten Laster, was man haben kann. Ja, ich glaube, die Energiepreise im Allgemeinen sind gestiegen und natürlich dadurch auch die Spritpreise. Und das alles hängt natürlich auch mit der außenpolitischen Lage zusammen. Das heißt, der Ukraine-Russland-Konflikt, der künstlich hochgeputscht wird von den Staaten. Die Staaten wollen, dass wir das russische Gas nicht beziehen, sondern das amerikanische, das um Vielfaches teurer ist. Und daher sind die außenpolitischen Querelen so, wie sie im Moment sind. Ja, also das Allzeithoch ist relativ, weil es ist vielleicht jetzt gerade bedingt durch irgendwelche Viren in unseren Nachbarländern auch hervorgerufen und vielleicht auch durch Corona. Aber an sich waren die Spritpreise immer schon relativ hoch. Ja. Und ich glaube, dass es einfach auch der Umweltgedanke ist, um die Leute zu einer Mobilitätsänderung zu bewegen. Zum Beispiel Elektroantrieb oder einfach zeitweise aufs Auto zu verzichten und Kurzstrecken einfach mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu bewerkstelligen. An sich sollte man sich was überlegen, speziell in Städten. Ich meine, im Umland ist es etwas schwierig und auch im Speckgürtel, wo Leute pendeln. Aber in der Stadt an sich sollte man vielleicht wirklich umdenken zu beginnen und vielleicht für Kurzstrecken das Auto mal zu Hause lassen. Und vielleicht wirkt sich das auch auf die Spritpreise aus, irgendwann. Also das ist keine ganz einfache Frage und ich bin da auch irgendwo hin und her gerissen. Einerseits finde ich es gut, dass bei uns die Spritpreise höher sind als zum Beispiel in den USA, weil dann die Versuchung nicht so hoch ist, für alles und jedes das Auto zu nehmen, sondern auch öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, was andererseits jetzt durch die Pandemiesituation wieder etwas komplizierter geworden ist, zugegebenerweise. Und andererseits, also es ist so ein Für und Wider und ich denke mir, vielleicht ist es ein Anreiz, oder soll es ein Anreiz sein, Elektroautos zu kaufen und mehr mit Strom zu fahren. Aber ich sehe das auch ein bisschen skeptisch, weil ich mir denke, man weiß noch nicht, was man nachher mit den Elektroauto-Akkus macht und wie die dann Verschrottung dann funktioniert. Also von dem her, es ist für mich nicht ganz einfach zu beantworten, diese Frage. Ich hoffe, das reicht Ihnen als Auskunft. Also für mich, ich sehe beide Seiten. Ich sehe das ein, dass man für manche Wege, gerade in der Pandemie, das Auto braucht und daher sich wünscht, dass die Spritpreise niedriger sind. Andererseits vom Umweltgedanken her, verstehe ich es auch wieder, dass sie ein bisschen höher sind. Vielleicht sollte man auch über die Besteuerung ein bisschen nachdenken. Keine Ahnung. Also das sind nur die Gedanken, die mir jetzt dazu eingefallen sind. Ist das Ihrer Meinung nach etwas, wo die Regierung gezielt dagegen steuern sollte? Ja, natürlich sollte sie da dagegen steuern. Also, soll man tun? Keine Ahnung, weiß jetzt nicht. Da weiß jetzt nicht, was man. Auf jeden Fall ist alles zu teuer, das Leben generell. Natürlich ist das für die Bevölkerung schlecht. Ja, auch die gesteigerten Energiekosten, die haben sich teilweise ums Vierfache gesteigert. Das ist natürlich auch ein Wahnsinn, vor allem für Kleinpensionsbezieher oder ja, Leute, die halt über kleine Einkommen verfügen. Letzte Frage noch. Spielt da bei Ihnen kein Umweltgedanke mit, dass es etwas Gutes sein könnte, dass diese Preise nun so hoch sind? Ja, schon. Ich meine, ich bin aus Tirol, bin da in Wien, bin mit dem Zug gekommen. Natürlich ist Ding, aber trotzdem, man muss nicht überall so extrem die Preise nach oben pushen. Also das finde ich nicht in Ordnung. Ich glaube nicht, dass der Umweltgedanken da schlagend wird. Ich glaube, da wäre es ganz, ganz wichtig, ganz woanders anzufangen. Nämlich an den großen Kreuzfahrtschiffen, an den großen Containerschiffen, die teilweise natürlich unter kleinen Flaggen segeln und der man daher nicht ökologisch irgendwie nahe stehen kann und etwas bewirken. Und da müsste man ansetzen. Ich glaube nicht, dass der gesamte Autoverkehr in Österreich, das bewegt sich ungefähr bei 1%
wenn man das jetzt ausrechnet, dann wäre es ganz andere Möglichkeiten, zum Beispiel die Solarflächen zu erhöhen, mit Dachflächenausbau. Da wäre noch so viel zu machen. Und das her nicht immer runterzubrechen und zu sagen, ja, es ist nur der Autoverkehr, es ist nur der Individualverkehr. Es gibt sehr viele, also gerade Pendler und so, die müssen mit dem Auto nach Wien kommen, weil die Anbindungen am Land so katastrophal sind. Das heißt, da fährt der Bus einmal am Tag. Vor allem eben für Pendler oder Leute, die eben nicht in einer Großstadt wohnen und aufs Auto angewiesen sind. Man hört ja das auch immer, zum Beispiel Stadtstraße und so weiter. Wenn man sich überlegt, dass man in der Seestadt 60.000 Wohnungen errichtet, die Leute können nicht mit dem Hubschrauber hinkommen. Es gibt also Lieferdienste, es gibt Pflegedienste, es gibt pflegende Angehörige, also die einfach von A nach B kommen müssen. Und ich kann also jemanden, den ich pflege, nicht zum Internisten mit dem Lastenrad bringen. Ich muss den mit dem Auto führen. Also einfach jetzt sagen, wenn ich Straßen baue, habe ich einfach mehr Verkehr. Das muss man sich also anders anschauen. Wenn ich die Wohnbauten und die Wohnungen und die Infrastruktur dorthin stelle, dann muss ich auch dorthin kommen, ja, und auch davon wegkommen. Das geht einmal nicht nur mit dem Vorrat.